Die Corona-Pandemie hat unser Leben im letzten Jahr erheblich beeinflusst. Gerade kulturelle Einrichtungen fühlen sich von den Maßnahmen der Bundesregierung wenig berücksichtigt und sehr alleingelassen. Und um den Kulturschaffenden in MV mal wieder eine Stimme zu geben, haben wir von Moritz TV zwei kulturelle Einrichtungen in Greifswald über die letzten Monate begleitet. Die Rosa und die Theaterwerft berichten in der folgenden Reportage, wie es in den letzten Monaten erging und ob sie überhaupt eine Zukunft sehen in der aktuellen Lage. Die Rosa hat sich innerhalb von wenigen Jahren zu einem der beliebtesten Clubs in Greifswald etabliert. Als der erste Lockdown kam, zeigten die Menschen von der Rosa Ehrgeiz, Liebe und Hingabe und funktionierten den ursprünglichen Club zu einer Bar um, die dann Ende Juni geöffnet werden konnte. Die noch relativ junge Theaterwerft hingegen konnte sich leider noch keinen Namen erarbeiten. Sie starteten zwar am 13. März 2020 mit ihrer ersten Premiere, mussten aber alles zwei Tage später abblasen, weil dann der erste Lockdown folgte. Im November 2020 trafen wir uns das erste Mal mit der Rosa und der Theaterwerft, um das erste halbe Jahr Lockdown Revue passieren zu lassen und zu schauen, wie es den Kultureinrichtungen bis zu diesem Zeitpunkt ergangen ist. Herzlich willkommen in der Theaterwerft. Kommt mit! Mein Name ist Jens Hasselmann, ich bin Intendant der Theaterwerft. Wie war es denn vor der Corona-Pandemie? Wie war die Theaterwerft hier angenommen? Haben Sie viele Veranstaltungen gehabt? Wie lief das da so ab? Im August letzten Jahres bin ich hergezogen und habe überlegt, ich möchte gerne Theater machen, weil ich schon viel oben am Kap Arkona gemacht habe, Theater, Kultursommer am Kap und so. Und jetzt hier heimisch bin und dachte mir, ich möchte jetzt auch hier ein Theater haben. Und habe rumgeguckt und habe ich die Räumlichkeiten hier entdeckt und finde die super für das, was ich vorhabe oder machen will. Und dann habe ich mich mit den Werftleuten hier, mit dem Verein sozusagen, sind wir uns näher gekommen und haben das jetzt gemacht. Und Eröffnung war am 13. März. Und wir haben die Premiere gespielt, wir haben die zweite Vorstellung gespielt und dann kam der erste Lockdown. Dann hatten wir sozusagen erstmal wieder Pause. Ja. Ja? Und wann ging es dann jetzt weiter? Im September ging es weiter mit der zweiten Premiere mit Irish Coffee. Da war am 30. November Premiere und am 31. noch eine Vorstellung. Oktober meinen Sie? Oktober. Ja. Und am 2. war ja wieder Lockdown. Ja, also richtig. Zweimal gespielt, jetzt ist wieder Schluss und jetzt sitzen wir hier und können nicht spielen. Also ich verstehe das alles mit diesem Lockdown irgendwie, man muss irgendwas machen. Nur, gerade Gaststätten, also Restaurants und Theater haben sich so reingekniet. Wir mussten Hygienekonzepte beim Gesundheitsamt abgeben. Wir mussten, stehen hier überall rum, Hygienesachen kaufen, müssen diese Aufkleber überall ranmachen und achten wirklich auf diese Dinge. Und es gibt doch keinen verbrieften Fall von einem Theater und von einem Restaurant auch nicht. Und dass die eigentlich sich wirklich darum kümmern, jetzt die sind, die nichts machen dürfen, im Gegensatz zu einem Friseur zum Beispiel, das ist mir einfach nicht verständlich. Ja. Das ist irgendwie, entweder es machen alle dicht, richtig. Oder es muss irgendwie andere Regelungen geben. Also das ist einfach das ist einfach riesig unfair. Ich bin der Murat Demirkaya. Ich bin Betreiber der Rosa. Ja, ich bin Madeleine. Also ich studiere eigentlich Kommunikationswissenschaften und Germanistik. Aber arbeite auch in der Rosa. Ja, ich bin Wie. Ich studiere den Master Organisationskommunikation und mache neben klassisch Bar, Einlass und Garderobe auch das Booking hier. Bin auch Resident, also lege auch regelmäßig auf. Ich weiß noch, ich glaube, unsere letzte Party, die eigentlich stattfinden sollte, war, glaube ich, sogar mit dem 3000 Grad mit Andreas Rauscher. Auch 3000 Grad. Ja, das war die letzte Party und wir haben dann, glaube ich, doch die schwerwiegende, aber auch natürlich richtige Entscheidung gefällt, dass wir doch die Party, also dass wir alles canceln. Am selben Abend kam jedenfalls eine Verordnung über den Landkreis raus, dass Veranstaltungen untersagt werden. Erstmal war wirklich nichts. Nee. Erstmal war Ratlosigkeit. Ja. Du weißt nicht, wie lange es sich zieht. Das war ja auch so ein Hinhalten. So, okay, erst 3 Wochen, dann 4 Wochen, aus 4 Wochen wurden 8 Wochen. Also ich glaube, die Sache war, wir haben ja wirklich auch zugemacht, ich glaube, wie viele andere aus. Es war schon eine Mischung aus Panik, aber auch schon diesem Drang, dass man schon in der Gesellschaft Verantwortung als Zeichen setzt. Das war so ein Diskurs. Über mehrere Gespräche hat sich das verfestigt, über mehrere Eindrücke und so weiter. Aus Medien, mit befreundeten Gastronomen und so haben wir diskutiert damals. Und dann kam irgendwann wirklich, das war wie so eine Geburt,
dass wir, dass so der Entschluss kam, dass wir dicht machen. Wie war denn das am Anfang, als es hieß, jeder muss Hygienekonzepte ausarbeiten? Haben Sie da irgendwie Unterstützung bekommen oder waren Sie da mehr auf sich alleine gestellt? Na, mit dem Konzept, da hätte ich sicher mich beraten lassen können vom Gesundheitsamt, aber es war ja eigentlich alles klar, wir wissen ja alle, was es heißt. Ja. Dann gab es von der Landesregierung ja richtig ein Gesetz, wie es zu sein hat. Dann habe ich 30 Zuschauer hier drin. Hm. Ja, mit dem Abstand von 1,50 immer ist es relativ schwierig und mehr kommen halt nicht. Und es gab noch die zweite Option, 60 Personen, immer einen Stuhl. Ein Stuhl frei, ein Stuhl, ein Stuhl frei, ein Stuhl. Mhm. Dann müssen die Leute aber die ganze Zeit eine Maske aufhaben. Mhm. Und deshalb habe ich mich dann für die andere Version entschieden, weil irgendwie es soll ja auch Spaß machen, wenn man da jetzt, dann beschlägt die Brille und man sieht nichts und man kann nicht richtig lachen und das ist irgendwie, da geht man nicht ins Theater, das ist ein großer Quatsch. Ja. Hatten Sie denn das Gefühl, dass mit diesen Maßnahmen, die Sie dann gewählt haben, dass das gut angenommen wurde, also dass trotzdem die Leute gekommen sind? Ja, wir waren immer ausverkauft, alle Vorstellungen, also mit den 30 Personen. Ne? Und die Leute hatten viel Spaß, weil wenn man die dann doch abnehmen kann, wenn man sitzt. Wir mussten natürlich gucken, dass die Leute wirklich dann auch die wieder aufsetzen, wenn sie... Und die Leute waren aber ganz toll, die sind ja nicht blöd, die Leute. Ja. Also das trifft die falschen Leute, das ist das Problem. Hm, das stimmt. Und es gab aber für diese Sache auch eine Förderung, die hieß Neustart Kultur. Das, vom Land oder wie wurde das? Das war vom Bund. Okay. Wurde aber denn, also die Förderinstitution ist dann doch im Land. Also es war eindeutig kommuniziert, Clubbetrieb geht nicht. Und natürlich haben wir dann überlegt, okay gut, was machen wir jetzt, wenn wir nicht als Club aufmachen können? Und dann fiel die Wahl auf Barbetrieb. Und dann bin ich zum Amt gegangen und dann habe ich mit der lieben Dame geredet. Und die hat mir quasi klargemacht, dass wir ein Hygienekonzept brauchen. Also wie oft wir diese Tische hier umgeräumt haben, um die Abstände einzusetzen. Ja. Also da waren wir wirklich bestimmt eine Woche lang hier. Da war ich hier nicht mit dabei. Nee, ich weiß. Ja, das haben wir gemacht. Es war schon manchmal schwierig. Also wir haben ja versucht, am Anfang an den gesunden Menschenverstand zu appellieren. Hat nicht so ganz hundertprozentig funktioniert. Besonders mit der Uhrzeit, da wurde der gesunde Menschenverstand immer besoffener. Ja. Und deshalb muss ich sagen, fand ich die Einschränkungen mit der Uhrzeit bis sehr zwei. Gut. Ja. Also zwei war vollkommen ausreichend, weil du hattest auch keine Lust mehr. Oh. Muss denn das so streng Mensch, sein? Wir sind doch Freunde, also wir sind alles privat hier, wir kennen uns doch. Auch mit dem Tanzverbot, das waren am Anfang, hatte ich wirklich Leute, die dachten, die dürfen jetzt tanzen, da bin ich hin, so, es ist verboten. Ja. Also ich bin hier im Club noch nie zu irgendjemand gegangen und habe gesagt, hör auf zu tanzen. Wofür es keine Förderung gab, ist für die Honorare für die Schauspieler. Denn, also bei uns kostet der Eintritt 20 Euro. Mhm. Und ich muss sozusagen alle Kosten damit abdecken können. Und diese 20 Euro bei 30 Leuten, da braucht man nicht lange rechnen, 600 Euro, das ist das, was ich zur Verfügung habe. Hab aber Stücke, da sind drei Schauspieler auf der Bühne, da ist noch ein Techniker, dann ist noch jemand, der an der Kasse ist, der auch die Corona-Aufsicht macht. Und da also, gibt es gar keine Fördermittel oder sind die einfach nur sehr schwer zu bekommen? Na, das ist jetzt, wurde jetzt gerade beim zweiten Lockdown beschlossen, dass man 70% vielleicht bekommt von dem, was man letztes Jahr im November verdient hat. Und was für einen Eindruck haben Sie jetzt persönlich oder vielleicht auch bei Ihren Kollegen? Wie ist momentan die Arbeitslage? Also na, schlimm. Da fällt ja jetzt super viel weg, gerade für die Schauspieler. Ja, und vor allen Dingen, wenn man, es ist ja auch so eine Wirde-Sache. Also jetzt heißt es, naja, da müsst ihr Hartz IV beantragen. Wenn du aber bis jetzt ein Schauspieler warst oder ein Musiker, der gut davon leben konnte, soll jetzt zum Arbeitsamt gehen. Hm. Also die Mittel sind eigentlich... Die Mittel sind da, aber keiner kann sie abrufen, weil, also ihre Miete und ihre Brötchen sind keine Betriebskosten. Ne? Und damit ist es natürlich schwierig. Wir haben ja dann auch während des ersten Lockdowns ja unsere Spendenkampagne ins Leben gerufen. Stimmt. Ah ja, das war auch richtig geil. Wir haben nicht erwartet, dass es so eine gute, positive Resonanz gab. Wir haben über 2.000 Euro, damit lassen wir eine Welle dafür machen. So. Hey! Danke an alle! Wo wir auch zur Finanzierung kommen, das ist ja so von 0, also von 100 plötzlich auf 0, bam, als wenn man gegen eine Wand fährt, ungebremst. Und die Kosten liefen weiter und es waren einfach keine Einnahmen mehr da. Und das war richtig krass. Da war sofort dann klar, okay, jetzt geht's an die Reserven und die waren dann auch bis zum Sommer aufgebraucht. Wie waren denn die Hilfen für unseren Club im ersten Lockdown? Die Hilfen für den Club waren so, dass die relativ schnell eingetroffen sind, muss ich sagen. Erstmal habe ich die Reserven aufgebraucht, die für den Sommer angelegt waren. Und dann kam die Nothilfe und die hat mich über die weiteren Monate sozusagen getragen. Das hat auf jeden Fall auch nochmal geholfen. Also ich lege mal Geld zurück für den Sommer. Ja. Und dann noch, also wir haben die Clubmiete, also die Miete als Club, aber wir haben die Einnahmen einer Bar. So, und im Sommer ist es eh schwer und dann war es nochmal richtig hart.
plötzlich aus so einer harmonischen Gemeinschaft entsteht also so eine Rivalität, ja, so ja, eine genau, unterschwellige danke. Rivalität. Ja. Das habe ich auch voll mitbekommen, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, der und der macht jetzt die Schichten, dann haben mich gleich alle bestimmt, wie was, wir haben das so und so abgesprochen. Aber es ist egal, das ist wirklich egal. Ich meine, bin wirklich fest der Überzeugung, scheiß drauf. Ja. Hauptsache, der Laden bleibt auf und wir halten durch, bis beispielsweise ein Impfstoff da ist und wir sind alle beschäftigt. Was ist jetzt Ihr Plan? Es gibt immer was zu tun. Genau. Ne? Und also das lasse ich mir nicht nehmen und freue mich. Und jetzt hoffe ich natürlich auf den Dezember, dass wir da wieder öffnen können. Weil der Lockdown da ja offiziell... Weil er ja da vorbei sein soll. Mein Verstand sagt mir, glaube ich nicht so richtig dran. Mhm. Und ansonsten würde ich sowieso erst im März weitermachen. Und wenn es keine Unterstützung gibt, dann muss ich überlegen, was ich mache. Mhm. Aber sozial hat das doch auch viel mit uns gemacht, ne? Also ich finde einfach, unser Team ist durch Corona nochmal zusammengewachsen. Also wir haben... Ja, aber es war so eine richtige... Mit Maske aber immer zusammengewachsen. Mit Maske zusammengewachsen. Ja, nicht, dass sich das im Netz verbreitet und hier die sagen so, die wachsen zusammen und haben keine Abstandsregel und reden die ganze Zeit von Masken. Ein paar Wochen später, im Dezember, trafen wir uns dann für das zweite Interview. Dies konnte leider nicht in Präsenz erfolgen, da die Maßnahmen verschärft wurden. Wir trafen uns also online. Doch die immer höher werdenden Zahlen und drastischen Maßnahmen beeinflussten nicht nur unsere Drehbedingungen, sondern auch das Geschäft der beiden Institutionen. Sehr cool, dass das nochmal geklappt hat jetzt. Wir haben heute den, jetzt muss ich kurz gucken, 21. Dezember, also wir sehen uns jetzt ein bisschen mehr als einen Monat später. Was hat sich denn im November dann noch getan? Wir hatten ja eigentlich gesagt, dass wir uns dann am 6. Dezember nach der Premiere vom neuen Stück sehen wollen. Hat das denn geklappt? Nein, natürlich nicht. Es hat nicht geklappt, weil ja dann sozusagen der erste lockere oder leichte Lockdown oder wie das hieß kam. Und jetzt sitzen wir ja alle zu Hause und es gab keine Premiere. Ja, und nun sitzen wir hier und sind ratlos. Wir haben ja vor 3,5 Wochen das letzte Mal miteinander gesprochen und da habt ihr so ein bisschen erzählt, wie es euch ergangen ist seit Februar, März, seit das alles losging mit Corona. Hat sich irgendwas Verändertes, irgendwas Nennenswertes getan? Hat sich was verändert bei euch? Ja, bei den Mitarbeitern ist das Problem, wie gesagt, die Finanzierung. Die wissen nicht, wie sie das Studio finanzieren sollen. Es gibt anscheinend aber auch Hilfen und ich warte beispielsweise auch noch auf den Zuschuss und würde dann auch die Mitarbeiter mit einem kleinen Betrag unterstützen aus diesem Zuschuss. Aber ich glaube, die sind irgendwie alle versorgt über staatliche Hilfen. Ich glaube, das funktioniert. Oder, Oleg? Ja, also hat ein bisschen gebraucht, bis die Webseite im Sommer lief und hat natürlich auch ein bisschen gebraucht, bis überhaupt jemand auf die Idee gekommen ist. Ach ja, die arbeitenden Studenten... Die arbeiten ja meistens in der Gastronomie und jetzt, wo alles geschlossen ist, da brauchen sie ja auch irgendwie Unterstützung. Ja, aber sobald das lief, lief das. Gott sei Dank gibt es irgendwas, aber es gibt da schon komische Reglementierungen, woran sie festlegen, wie viel man bekommt sozusagen. Ich habe, glaube ich, schon mal im letzten Interview angedeutet, wir haben halt die Einnahmen einer Bar und die Kosten für einen Club und das... der bisherige Betrieb nicht kostendeckend war und dass sich dadurch immer weiter Verbindlichkeiten angehäuft haben. Und mit dem Zuschuss ist es gerade mal möglich, diese Verbindlichkeiten abzugelten. Das heißt, wir starten dann wieder bei Null oder auch sogar noch ein bisschen im Minus. Und aus der Politik kommen halt Signale, die sagen, die wollen von diesem Zuschuss weg. Ich habe heute gelesen, 90% der Fixkosten wollen sie ersetzen. Und also wenn das durchgesetzt wird, das geht gar nicht. Wirklich, ich weiß auch gar nicht, wie die das machen wollen. Wenn dann weiter zu wird, dann zahle ich ja drauf sozusagen. Ja. Ich weiß nicht, wie das klappen soll. Keine Ahnung. Da muss auf jeden Fall mehr kommen, meiner Meinung nach. Die Reserven sind aufgebraucht. Der Vermieter ist auch nicht bereit, von der Miete runterzugehen. Ja, sieht nicht gut aus, würde ich sagen. Man muss realisieren, das wird jetzt das große Clubsterben. Also es ist ja schon die ganze Zeit gewesen, aber die Pandemie-Ereignis hat natürlich alles beschleunigt. Und das ist nicht nur
hier, sondern in Berlin oder in anderen Städten und ja. Hätte das denn für die Theaterwerft einen Unterschied gemacht? Hätte man den Lockdown jetzt nicht in die Vorweihnachtszeit bzw. in die Weihnachtszeit gelegt? Oder ist es so oder so einfach schwierig? Weil für die meisten Branchen ist ja gerade die Weihnachtszeit so der umsatzstärkste Zeitraum, würde ich mal behaupten. Wie ist das so in der Theaterbranche? Ist das unabhängig davon? Das ist auch ein ziemlicher Markt, auch fürs Theater, wenn es ihr Architekturbüro gemeinsam Weihnachtsfeier macht. Die gehen zu einer Vorstellung und gehen danach noch was trinken oder gehen davor was trinken und kommen dann in die Vorstellung oder so. Also die Monate vor Weihnachten sind schon auch gut. Auch um Gutscheine zu verkaufen oder die man dann verschenken kann oder so. Apropos Gutscheine, gibt es denn jetzt irgendwie eine Alternativlösung, die die Theaterwerft gefunden hat? Verteilt ihr Gutscheine oder wie geht es denn weiter? Es ist so geblieben, dass die Leute bis jetzt zum Großteil die Karten behalten und dann einfach sagen, okay, dann kommen wir, wenn es wieder soweit ist. Oder sie haben sie eingelöst wieder, da wo sie sie gekauft haben, haben das Geld zurückbekommen. Aber ansonsten gibt es natürlich Gutscheine, die man verschenken kann. Gibt es denn irgendwie eine Zukunftsplanung? Kann man denn momentan überhaupt planen? Der aktuelle Lockdown ist ja, glaube ich, bis zum 10. Januar angesetzt und danach will man schauen, wie sich die Zahlen entwickelt haben. Wie plant ihr und könnt ihr planen? Wir alle wissen ja, dass es wahrscheinlich trotzdem weitergeht. Also ich sehe da noch nicht mehr Land ab dem 10. Januar. Außer, dass ich am Schreiben bin. Ich schreibe gerade ein neues Stück. Also wird das gerade als kreative Schreibpause, Findepause genutzt? Genau, ja. Genau. Ich recherchiere viel, weiß nicht, ob ich davon erzählt habe. Ich will ein Stück über die Freester Fischerteppiche machen. Da bin ich gerade am Recherchieren und am Schreiben und das macht auch ungeheuren Spaß. Und da ist die Zeit eigentlich ganz schön dafür, dass man also, dass ich da die Zeit finde zu schreiben und so das Alltagsgeschäft des Theaters ein bisschen brach liegt. Muss man nur gucken, wie man finanziell hinkommt. Also diese Novemberhilfe gab es ja noch. Und mal gucken, wie es ab Januar dann ist, weil dann wird es eher schwieriger. Und wenn wir dann im März sind, ab dann dreht sich das Ding ja wie mit einer Rückkopplung sozusagen selber ein, weil ab März musste ich ja zumachen. Und wenn ich aber im März dann sozusagen 21 vom März 19 nachweisen soll, was ich verdient habe, geht das natürlich nicht, weil da ja schon zu. Also als wir als Bar auf hatten, da haben wir, es gibt ja eine Förderung über das Land, zum Neustart Kultur sozusagen. Also es ist so ein ähnliches Programm wie der Bund, das fährt, nur auf Länderebene. Was wir mit dem Landesnetzwerk Kulturwerk MV, bei dem ich auch im Vorstand bin, das haben wir ein Konzept entworfen und bei der Landesregierung eingereicht. Das fanden die richtig gut und haben dieses Konzept umgesetzt. Das heißt, das Land fördert eine Veranstaltung bis zu 65%. Und da haben wir eine erste Veranstaltung gemacht, auch um die lokale Szene zu unterstützen. Und da hat beispielsweise, haben wir jemanden aus Berlin eingeladen und da hat dann zum Beispiel auch als Rahmenprogramm zwei DJs aus Greifswald aufgelegt, wo wir in dieser Zeit, wo es finanziell ja äußerst schwierig sind, eigentlich eine angemessene Gage zahlen konnten. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Aber dann kam der harte Lockdown. Und wir mussten sofort aufhören damit. Da haben wir dann vor, falls es wieder losgeht, dann Comedians einzuladen, Vorträge zu machen, Singer-Songwriter einzuladen, weil es funktioniert einfach nicht, DJs einzuladen und da Techno zu spielen. Daher haben wir gedacht, wir verändern unser Programm, wir laden Singer-Songwriter ein, Comedians zum Beispiel von Rebel Comedy, die so Ethno-Comedy machen oder... Wir machen eine Lesung zusammen im Verbund mit der Uni. Da haben wir schon so Fühler ausgestreckt und schauen, so was da gehen könnte. Wie lange wollt ihr das denn durchziehen, dass ihr das Programm ändert? Ist das erstmal auf unbestimmte Zeit oder bis sich wieder Normalität eingespielt hat? Also wollt ihr irgendwann wieder zurück zum Techno-Club oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist so das, was wir können und was wir machen. Alles andere wäre nicht authentisch. Authentisch, zusammen mit dem Förderprogramm, erweitert das unsere Möglichkeiten einfach. Und vor allen Dingen tragen wir dazu bei, dass dieser Kreislauf aus Kunst und Kultur wiederbelebt wird. Und wie ist es so bei Ihren Kollegen, also so Schauspielerkollegen, die jetzt nicht als Regisseur aktiv werden können und selbst Texte erarbeiten können? Wissen Sie, wie es da gerade läuft? Eigentlich ist man noch Künstler geworden, um selber kreativ sich mit der Welt auseinanderzusetzen. Finanziell ist natürlich schwierig. Ne, weil die ja sozusagen immer auf Angestelltenverhältnis arbeiten und eben jetzt bei Hartz IV sind, meistenteils. Wie empfindest du denn so
die Wahrnehmung und auch die Unterstützung von Seiten der Politik und auch so ein bisschen, wie ernst genommen fühlt ihr euch? Naja, das ist schon ein Problem, ne? Wenn man also sozusagen die Kultur, die Theater, Opernhäuser, auch Poetry Slam Veranstaltungen zusammen mit dem Spaßbad sieht, also als reine Freizeitveranstaltung, und das ist es nicht. Die Kunst und die Kultur, die sind sozusagen das Rückgrat von uns allen. Das ist das, was uns verbindet, das ist die Sprache, das ist der Umgang mit Sprache, das ist der Umgang mit den Themen, die uns beschäftigen, auch wenn sie manchmal unangenehm sind und wenn dann gar nicht so viel ins Theater gehen, aber es findet statt, es findet eine Diskussion über Dinge statt auf der Bühne, deshalb, das ist schon sehr entwürdigend, jetzt als Spaßbad verstanden zu werden. Ne, und also auf was man als allererstes verzichten kann. Und das ist nicht so. Möchte aber auf der anderen Seite auch sagen, es ist schwer für die Politik gerade. Und ich finde, sie versuchen wirklich, und das glaube ich ihnen auch, also dass die wirklich versuchen, alles Mögliche zu machen, dass es uns nicht so schlecht geht, allen. Aber manche Entscheidungen finde ich fragwürdig, aber die Wirtschaft hat halt Vorrang in einem kapitalistischen System, was wir ja sind. Aber ansonsten verstehe ich, dass sich auch mal Termine verzögern, dass die gar nicht wuppen können neben dem Normalen. Also jetzt zum Beispiel in MacPom ist ja das Landesförderinstitut für diese Sachen zuständig und die kommen ja zu den normalen Förderaufträgen dazu, die also sonst sowieso übers Jahr laufen, ne? Also wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass man momentan nicht wirklich gut planen kann, weil man eher von Tag zu Tag lebt und von Regelung zu Regelung. Aber so ein kleiner Zukunftsausblick, was ist denn bei dir geplant? Gibt es irgendwas, auf das du dich freust? Oder blöd gesagt, wenn wir nicht so richtig weiter planen können, wie es eventuell auch mit der Theaterwerft weitergeht, hast du mehrere Standbeine, machst du noch andere Sachen? Wie sieht so deine Zukunftsplanung gerade aus, so vage sie auch ist? Ja, also ich gehe mal im Kopf so weit, wie es geht. Also jetzt ist für mich der 10. Januar, ne? Also da stelle ich mich ganz naiv und freue mich auf den März auf die Premiere von dem neuen Stück. Also ich möchte im Februar proben, dann gehen wir auch da richtig mal nach Freest und gucken mal, wie diese Teppiche gemacht werden und so. Also das ist so ein bisschen so ein Gruppending, wenn das denn geht. Also bin da ganz naiv, ich werde im März Premiere haben mit dem neuen Stück und dann wird die Theaterwerft ihre Spielzeit ganz normal fortsetzen mit den Stücken, dann werden wir wieder Zuschauer haben. Wenn eben nicht so ist, dann muss man gucken, aber alles andere macht für mich keinen Sinn. Also ist mein Gefühl, ich muss da einfach weitermachen. Es muss da irgendwie eine Lösung her und irgendwie müssen wir damit umgehen mit dem Ding. Und wenn jetzt irgendwie alle geimpft werden, hurra, dann keine Ahnung, dann geht es vielleicht auch irgendwann wieder aufwärts. Also ich bin da wirklich optimistisch, weil alles andere macht auch gar keinen Sinn. Stimmt. Kopf in Sand stecken ändert auch nur nichts. Absolut. Habt ihr denn einen Plan grob für die nächsten 4 Wochen oder so, wie ihr bis Mitte Januar durchstehen wollt? Also nach Weihnachten wird ja wahrscheinlich erstmal wieder wenigstens einen Monat alles dauern sein, kann ich mir vorstellen. Habt ihr da einen Plan oder einfach so weitermachen wie bisher, weil man kann ja eh nichts machen? Ja, Oleg wird bestimmt nach Hause fahren und Weihnachtsgeschenke einsacken. Ja, keine Ahnung. Ja, erstmal bleibt die Bude dicht und dann wir müssen uns natürlich wie alle anderen Läden auch an die Bundesregierung halten, was sie Vorgaben hat. Und bis die ganzen Impfmittel verteilt sind, das dauert vielleicht bis Ende Sommer rein. Wenn wir Künstler anfragen und fragen, ob die Bock haben, in die Rosa zu kommen, dann ist das so ganz gemischt. Da gibt es einige, die sagen, nee, lieber nicht. Gerade wollen wir das nicht. Ist uns gerade zu gefährlich. Und dann gibt es andere, die sind total dankbar. Die sagen, ja, auf jeden Fall, wir kommen vorbei. Sagt wann und wo. Aber wie gesagt, dieser Rahmen, der ist gerade so unbestimmt und so unsicher. Da ist keine Planung möglich. Irgendwie auf, weiß ich nicht, 4 Wochen oder sowas. Das ist überhaupt nicht drin. Das geht gar nicht. Es gibt auch eine total lustige Geschichte. Während der Kulturnacht waren wir halt bei dem Schrank. Also Christoph ist hier gerade während der Kulturnacht und der hat Corona. Und Andi, hier, wenn Christoph in die Bar kommt, dann schmeißt du ihn sofort raus und bleib, komm bloß nicht in seine Nähe und desinfizier alles, was er anfasst. Und auch wenn er rausgeht, desinfizier seine Fußabdrücke, alles. Ey, hört mal Leute, das ist gar nicht der Christopher, das ist ein ganz anderer Christopher.
Also wir wären fast drauf und dran gewesen, ihn hochkant aus der Rosa zu schmeißen und ihn zu brandmarken, vielleicht noch mit Mistgabeln und Fackeln hinter ihm herzulaufen, um ihn zu lynchen. Jetzt ist das Durcheinander perfekt. Auch wir hatten ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass viele Leute momentan versuchen, ihr Geschäft online umzustellen und dass du das aber fürs Theater eher als schwierig empfindest, weil das natürlich eine ganz andere Bühne ist, als so lebhaftes Spiel mit dem Publikum agieren und so weiter. Was meinst du, wäre das vielleicht doch eine Option oder sagst du trotzdem nein? Wir beharren darauf, wir hoffen, dass es alles wieder gut wird und dass wir langfristig wieder Theater spielen können. Ich habe mal eine gute gesehen von Richard III. Aus der Schaubühne. Na, das wurde aber dann direkt auch für die Kamera gespielt. Dann spielst du einfach zum Beispiel einen Monolog ganz anders, den spielst du in die Kamera, ne? Anstelle ins Publikum oder so. Und das Know-how und auch das Wissen habe ich gar nicht. Es ist ein völlig anderes Business, ob du einen Film drehst. Nur abgefilmte Theaterstücke sind eigentlich grausam. Man macht das irgendwie so, falls man mal eine Umbesetzung hat oder so, deswegen filmt man mal jedes Stück irgendwie ab. Aber es ist einfach, weißt du, du sprichst ja ganz anders für die Bühne. Du sprichst ja auf Entfernung und auf Senden. Du sendest zum Publikum. Das machst du beim Film nicht. Auf dem Theater sprichst du laut, damit es in der letzten Reihe noch zu verstehen ist. Und das wirkt dann abgefilmt wieder völlig bescheuert. Ja, stimmt. Ne? Und es ist ein anderes Handwerk auch irgendwo, ne? Und die Interaktion mit dem Publikum ist ja nicht da. Und nee, es ist wirklich, es ist nicht das Gleiche. Lieber analog und auch, wenn es sein muss, mal stromlos an Plug. Und das ist eben unmittelbarer. Es ist nicht zu ersetzen, wenn du was durch eine Glasscheibe siehst. Und klassische Konzerte oder Konzerte aus einem Dom auf dem Rechner, das ist doch ein Quatsch irgendwie. Weil Musik ist ja auch eine Körpererfahrung. Also wenn du Bässe hörst oder wenn du die Bässe spürst sogar, ne, bei einer Kirchenorgel, die ganz tiefen Töne, da bläst es dir die Beine weg. Und das ist, oder auch beim Rockkonzert, wenn du so einen richtig geilen Bass hast, das ist ja ein Erlebnis für den Körper. Und nicht nur für die Ohren. Ja, das stimmt. Das stimmt total. Deshalb, das kommt alles wieder und ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich. Gut, dann finde ich, ist das ein schönes Schlusswort, dass man einfach den Kopf nicht in den Sand stecken sollte. Der ursprüngliche Plan war eigentlich, dass wir uns im Januar für ein drittes Interview mit den beiden Einrichtungen treffen. Dies verwarfen wir aber aufgrund der unveränderten Situation. Stattdessen baten wir beide Einrichtungen nochmal 2 Monate später, im März 2021, um ein schriftliches Statement, welche die Situation nach einem Jahr Lockdown nochmal zusammenfassen. Die Theaterwerft steckt wie alle Kultur immer noch im Lockdown. Ich probe und plane dennoch jetzt mit Tests und allem die nächste Premiere, die am 30. April stattfinden soll. Stunde am Meer, die Geschichte der Freester Fischerteppiche. Eine Geschichte über Fischer, die in der Weltwirtschaftskrise 28 aus Not angefangen haben, Teppiche zu knüpfen, woraus eine ziemliche Erfolgsgeschichte geworden ist. Eine Geschichte, bei der ich finde, dass sie heute immer noch super aktuell ist und uns sagt, wenn du starr an den Dingen festhältst in Krisensituationen, dann kommst du nicht weiter. Man muss flexibel bleiben und sein Leben überdenken. Man muss alles überdenken. Das ist die Planung und dafür probe ich auch. Aber ob das so stattfindet, sieht meiner Meinung nach eher nicht so aus. Es ist immer noch unverständlich, dass Flugschulen offen haben dürfen, die Kultur aber nicht, die super Hygienekonzepte hatte. Und wenn es nicht langsam wieder losgeht, ist es eben auch für die Künstler, die ja die Kunst nicht nur machen, weil es Geld bringen soll, sondern im besten Fall Teil ihres Lebens ist und man irgendwie seiner Lebensbeschäftigung nicht mehr nachgehen kann, ist es schon hart. Ich persönlich habe das Stück geschrieben, habe recherchiert, habe geprobt und mache irgendwie weiter. Ich bin dabei eigentlich ganz zuversichtlich. Was hat der Lockdown mit der Theaterwerft gemacht? Wir sind jetzt ein Jahr alt und hatten sage und schreibe 12 Vorstellungen. Das ist natürlich nicht viel. Aber die Werft hat sich ein bisschen in das Bewusstsein der Leute gerückt und ich hoffe, das geht noch weiter so. Wenn es dann wieder losgeht, hoffe ich, dass wir ein volles Haus haben und endlich, endlich wieder das machen können, was wir lieben. Was geht gerade ab? Seit unserem letzten Interview ist nicht viel passiert. Den Verlauf der letzten Zeit aus unserer Perspektive darzustellen, wäre so, als wenn wir unseren Newsfeed bei Instagram zum 10. Mal runterscrollen, ohne etwas Neues zu entdecken. Es hat sich also nichts verändert. Uns bleibt viel Zeit für die Zukunft zu planen, uns wachsen die wildesten Ideen für zukünftige Deko- und Lichtkonzepte. Dann erinnern wir uns wieder daran, dass uns der Boden unter den Füßen fehlt und die Pläne verschwinden in der Schublade. Wenigstens jammern können wir noch. Jammern statt ballern, das hilft. Unsere Energie gilt jetzt zunächst einmal dem Erhalt des Clubs. Das ist unser übergeordnetes Ziel. Sollte der Club aufgrund der Pandemie verschwinden, wird das ein nicht zu ersetzender Verlust für die regionale kulturelle Szene.
Dazu zählt zum Beispiel, dass wir Mittel aus dem Kulturfonds der Stadt Greifswald beantragt haben. Das Format der Digital Club Tour kommt bei uns vorbei. Das heißt, wir streamen aus dem Club und eine Singer-Songwriterin wird etwas mit Begleitung singen. Darauf bereiten wir uns gerade vor und darauf freuen wir uns. Daneben wird es auch andere Formate wie eine Lesung und einen DJ-Stream im April geben. Cool wäre, wenn wir eine Impfung gegen Covid-19 als Pfeffi-Shot anbieten können. Damit würden wir die Zahl der Impfwilligen stark erhöhen. Nein, im Ernst, ihr merkt vielleicht schon, dass wir unseren Humor nicht verloren haben. Wir sind trotz alledem hoffnungsvoll, dass wir alle gut durch diese Zeit kommen und am Ende einen zusammen trinken und der DJ sagen, dass wir uns von Snap den Titel Rhythm is a Dancer wünschen. Und dann wird gedanced. Liebe Grüße von Andi, Muri, Madeleine, Wie, Stella, Schorle, Oleg, Becky und Paul. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Studierende sich auf den Weg machen und zur Theaterwerft kommen, weil hier ist es eigentlich locker, cool. Es ist nicht so steif, wie Theater sonst ist. Und man kann sich inspirieren lassen.